Heute beim elektrischen Reporter: Schminken, ohne Wohnung sein und trinken. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Zeiten, als junge Mädchen sich Kosmetika und deren Anwendung von Zeitschriften erklären ließen, sind lange vorbei. Heute heißt der Schminkinstruktor YouTube und bringt eine ganze Branche durcheinander, wie unser erster Beitrag zeigt. Entgegen dem Klischee vom speckigen Nerd träumen auch viele Internet-User von geschmeidiger Haut, von seidigem Haar und von einem strahlenden Teint. Der Weg zum Wohlfühlaussehen aber ist lang und führt durch die bunten Gänge der Drogerieketten. Und hier ist man ohne Orientierung schnell verloren. Da hilft es, eine Freundin wie Nihan Chen zu haben. Sie ist Beauty-Vloggerin und gibt in ihren Videos fast 200.000 Fans regelmäßig Schmink- und Styling-Tipps. Das ist ein Thema, was, denke ich mal, viele oder fast alle Frauen interessiert: Beauty, Schönheit. Aber ich versuche in meinen Videos nicht nur Beauty und Schminken und ganz viel Make-up zu vermitteln, sondern auch so ein bisschen Selbstvertrauen. Ich versuche da auch schon eine richtige Beziehung zu meinen Zuschauern aufzubauen und nicht nur über Eyeliner und, Lidschatten zu sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Vloggerinnen wie Nihan sind die YouTube-Stars für Mädchen zwischen 12 und 17. Ihre Rolle? Die große Schwester mit Erfahrungsvorsprung in Sachen Pubertätsnöte. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und als solche weiß Nihan nicht nur, wie man einen sauberen Lidstrich zieht, sondern sie gibt auch Ratschläge fürs erste Date oder Tipps, wie man mit seinen Geschwistern besser auskommt. Markenzeichen der Beauty-Vlogs aber sind die Hauls. Für ein Haul-Video stürmt Nihan Filialen von Primark, DM oder H&M und präsentiert anschließend ihre Beute vor der Kamera. Und was Nihan empfiehlt, das kaufen ihre Fans dann auch. Das weiß ich einfach, weil mir auch meine Zuschauer Bilder schicken von ihren eigenen Hauls, die sie gemacht haben, von ihren eigenen Einkäufen. Und da sind ganz viele von den Produkten dabei, die ich in die Kamera gehalten habe. Und deswegen versuche ich auch immer aufzupassen, was ich zeige. Also zeige ich wirklich nur Dinge, die wirklich sehr cool sind. Nihan weiß, ihr Publikum vertraut ihr. Und genau dieses Vertrauen ist natürlich auch für die Kosmetikindustrie und ihre Werbeabteilungen interessant. Kaum ein Hersteller oder Drogeriemarkt, der Nihan und ihre Kolleginnen nicht mit Präsentkörben zum Produkttest zu überreden versucht. Oder gleich eigene Videos fürs Netz produziert. So wie die Drogeriekette Rossmann. Aber auch wenn es in deren Videos natürlich vor allem um Produkte aus dem eigenen Haus geht, versucht das Unternehmen eines zu vermeiden: dass die Videos wie Werbung aussehen. Wichtig für den Zuschauer ist ja, dass die Qualität stimmt. Das heißt, der Inhalt muss richtig transportiert werden. Wir wollen kein Werbeformat haben. Also wir wollen nicht, dass jemand da steht und sagt, hier sind unsere neuesten Produkte, sondern wir wollen, dass jemand mit diesen Produkten agiert, so wie es auch der Zuschauer zu Hause tut. Allein mit Hochglanzwerbung ist die Teenager-Generation von heute nur noch schwer zu überzeugen. Viel wichtiger ist es, authentisch und direkt über die sozialen Medien zu kommunizieren. So können Unternehmen sogar aus einer schlechten Bewertung noch einen Nutzen ziehen. Das ist natürlich das, was auch für uns interessant ist. Warum kauft jemand dieses Produkt? Und selbst wenn es immer nicht positiv ausfällt, dann ist das für uns auch ein Mehrwert, weil wir dadurch auch ein Feedback generieren. Aber generell ist für uns immer sehr interessant, welche Produkte so in einen Einkaufswagen kommen und dann vorgestellt werden. Bei Rossmann hat man verstanden, dass man gegen die neue Macht der Beauty-Blogger auch mit großen Werbebudgets nicht viel ausrichten kann. Stattdessen setzt man auf Zusammenarbeit mit einzelnen Bloggern in den eigenen YouTube-Formaten. Steffi ist Beauty-Bloggerin und hat einen eigenen Blog, der sich Talasia Streams nennt. Heute zeigt sie uns, wie wir ein richtig tolles Party-Make-up hinbekommen. Dass die Klickzahlen dieser Videos hinter denen der Beauty-Stars trotzdem zurückbleiben, wundert den Medienberater Stefan Frühwirth nicht. Und ich glaube, das liegt eben genau daran, dass da wesentliche Punkte nicht vermittelt werden können. Man hat eben keine Personen wie diese Vlogger, die sehr viel Vertrauen erwecken und da auch eine Beziehung herstellen zu ihren Fans. Sondern es steht eben ein Konzern im Hintergrund und das spüren die Nutzer sehr deutlich.
700 Millionen Mal werden Beauty-Videos inzwischen jeden Monat angeklickt, zeigt die Studie Beauty on YouTube der Werbeagentur Pixability. Und gerade einmal 3% dieser Views gelten den Angeboten der großen Kosmetikmarken. Beauty-Vlogs sind also deutlich mehr als ein YouTube-Phänomen von Mädchen für Mädchen. Nihan und ihre Kolleginnen haben mit ihren Kinderzimmervideos mal eben die Verkaufsstrategien der milliardenschweren Kosmetikindustrie auf den Kopf gestellt. Die meisten Menschen nutzen soziale Medien, um darüber Angenehmes und Positives aus ihrem Leben zu berichten, ob es nun ganz wahr ist oder auch nicht. Umso irritierender, wenn jemand plötzlich ganz ehrlich ist. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, ich bin Daisy May Hudson. Man findet mich auf Twitter unter @dsyhdsn. Ich bin Journalistin und angehende Produzentin bei der Vice in Großbritannien. Zurzeit erlebt Großbritannien eine Immobilienkrise. Viele Mieten sind mittlerweile absolut unbezahlbar. Ich selbst habe 13 Jahre lang mit meiner Mutter und meiner Schwester in einer Wohnung zusammengelebt, bevor wir plötzlich rausgeschmissen wurden. Die Wohnung gehörte dem Superpower Supermärkten. Irgendwann kam aus heiterem Himmel der Räumungsbefehl und wir mussten uns obdachlos melden. Plötzlich standen wir drei da und kamen von einem liebevollen, richtigen Zuhause in ein wirklich schlimmes, klinisches Gebäude. Ich war stinksauer, wie wir behandelt wurden. Erst nach und nach durch das Filmen und Schreiben bei Vice habe ich mich wieder gefangen und bekam das Gefühl, dass ich die Dinge wieder in den Griff bekam. Als ich schrieb, hatte ich das Gefühl, etwas zu bewirken. Deshalb veröffentlichte ich auch meine Geschichte. Wenn du als Obdachloser lebst, ist das eine wirklich beschämende Erfahrung. Du hast das Gefühl, dass du mit niemandem darüber sprechen kannst. Du fühlst dich machtlos. Und ich fand, wenn ich es ausspreche und meiner Stimme Gehör verschaffe, dann würde ich etwas von der Macht, die wir verloren hatten, zurückgewinnen. Versteckte Obdachlosigkeit ist ein so großes Thema. Tausende von Menschen sind auf Wartelisten für temporäre Unterbringungen und niemand spricht darüber in den Medien. Die Reaktionen auf meinen Artikel waren unglaublich, zumindest von meinem Umfeld. Von den lokalen Behörden bekam ich kein Stück Anerkennung. Das hat mir gezeigt, dass wir nur selbst die Macht haben, uns umeinander zu kümmern. Seit dieser Erfahrung bin ich bereit, mein Schicksal in meine eigenen Hände zu nehmen. Ich vertraue nicht mehr darauf, dass die Leute an der Macht schon das Richtige tun werden. Die Jugend von heute säuft sich ins Koma und filmt sich dabei fürs Internet, empören sich regelmäßig Boulevardzeitungen und Fernsehsendungen. Wie es wirklich steht um das Trinken und das Netz, darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Die Jugend von heute ist verdorben. Diese Meinung ist schon seit der griechischen Antike beliebt. Im 3. Jahrtausend wird gern auf das Internet verwiesen, um zu beweisen, wie schlimm es um die jungen Menschen bestellt ist. Eine Generation von Binge-Trinkern wächst da heran und glorifiziert ihre Saufexzesse auch noch online. Und tatsächlich, bei YouTube und Facebook finden sich zahlreiche Videos und Fotos der sogenannten Generation Komasaufen. Die Pädagogin Lisa Ischen hat sich solche Videos im Rahmen eines Forschungsprojekts genauer angesehen. Da sind zum Beispiel Videos zu sehen, wo Jugendliche eine halbe Flasche Wodka exen, sich anschließend übergeben oder einfach auch so die Folgen von Alkohol deutlich werden. Und wir wollten halt mit der Studie herausfinden, inwiefern sich soziale Medien wie YouTube oder auch Facebook und Twitter als ein Handlungsfeld eignen, um Aufklärungsbotschaften an Jugendliche zu senden.
Also sichtet Lisa Ischen mit ihrem Team Video um Video. Kotzende Teenager, dirilierende Jungs und albernes Zeug plappernde Mädchen bestimmen ihren Arbeitstag. Im nächsten Schritt beginnt sie, die Jugendlichen aus den Videos zu kontaktieren. Ein Gesprächsangebot an riskante Konsumenten heißt das in der Pädagogensprache. Und weil gerade junge Menschen solche Angebote meistens ablehnen, staunt Lisa Ischen nicht schlecht über deren Reaktion. Es hat mich persönlich sehr überrascht, dass die Reaktionen doch sehr positiv waren. Also größtenteils Jugendliche gesagt haben, hey, cool, auch über das Thema Alkohol bereit waren zu sprechen. Auch über riskanteres Verhalten, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Der Historiker und Soziologe Hasso Spode hat sich intensiv mit dem Zusammenhang zwischen Alkohol und Zivilisation auseinandergesetzt. Egal, ob das gemütliche Bier in der Kneipe, der Wein zum Abendessen oder die halbe Flasche Schnaps, um sich abzuschießen. Das alles hat es schon immer gegeben und ist für ihn Teil der menschlichen Kultur und auch Natur. Jugendlichen nur wegen eines peinlichen YouTube-Videos gleich ein Sucht- und Problemgespräch aufzuhalsen, solche Angebote klingen für ihn ein bisschen wie so ein Pfarrer, der dann sagt, willst du mit uns mal über den lieben Gott sprechen? Kann man alles machen? Vielleicht bleibt auch ein bisschen was bei hängen. Ich setze allerdings viel mehr auf die Erwachsenwerdungsprozesse. Das nennt man das Maturing Out. Ja, also nach einer gewissen Altersphase, wenn man das hinter sich gebracht hat, geht das ja bei 95% ganz von alleine weg, solche Phasen. Und darauf muss man setzen. Aber selbst nach dieser optimistischen Einschätzung bleiben 5% übrig, deren Umgang mit der Alltagsdroge sich nicht normalisiert. Und genau diesen Menschen möchte der tschechische Psychiater Jiří Podlipný mit seiner virtuellen Kneipe helfen. Was wie ein Computerspiel aussieht, ist ein Trainingsgelände für Alkoholiker. Patienten der psychiatrischen Klinik Pilsen sollen hier lernen, Nein zu sagen. Doch ein solches Nein-Danke ist in der tschechischen Bierkultur gar nicht vorgesehen, weiß Podlipný. Wenn jemand wirklich ein Problem mit dieser Sucht hat und will abstinieren, dann gibt es diese Versuchungen so häufig bei uns. Und die Bevölkerung unterschätzt diese Risiken und die sagen, sehr häufig, ja, trink nur ein Glas, das hat noch niemanden getötet und so weiter. Und das sind gerade die Situationen, mit welchen unsere Patienten Probleme haben. Die Idee? In der sicheren Umgebung der Klinik werden die Patienten auf die Schwierigkeiten des Alltags vorbereitet. Die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu erleiden, soll dadurch sinken. Wichtig ist aber, dass die virtuelle Kneipe für alkoholkranke Menschen gemacht ist. Denn wer als Jugendlicher in einem Binge-Drinking-Video auftaucht, der ist noch lange kein Alkoholiker. Und sollte auch nicht voreilig zu einem Teenager-Therapiefall gemacht werden. Gerade wenn man die historischen Zusammenhänge erkennt oder die anthropologischen, kann man mehr Gelassenheit an den Tag legen. Grundsätzlich trinken die jungen Leute heute viel weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Mit dem Internet und Virtual Reality kann man Alkoholismus vorbeugen und sogar Alkoholkranke therapieren. Wer aber dieser Prävention und Therapie wirklich bedarf, darüber muss sich eine Gesellschaft erst einmal klar werden. Ich habe Leute gekannt, die haben heimlich getrunken und sind öffentlich besoffen gewesen. Georg Christoph Lichtenberg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.